Aufnahme überschlagen sich die Ereignisse. Also gestürzt, ich nehme den Dress an beim Sport oder wo ist das passiert? Genau, wir waren heute beim Hot-Yoga und okay. Da ist das passiert, ja. Also grüß Gott erstmal Seehauser, hallo. Ihnen mit der Hand passe ich ein bisschen aus. Besser. Seehauser, hallo. Für mich nur eine kurze Frage, Hot-Yoga, Yoga ist jetzt keine Kontaktsportart, ist ja nicht wie Boxen. Soll ich mir das mal kurz erklären? Ja. Ich unterrichte Yoga, Hot-Yoga, das ist Yoga bei 39 Grad circa. Ist gut für die Gesundheit, man schwitzt viel, man entgiftet ein bisschen den Körper. Okay, aber beim Yoga, da attackiere ich ja nicht. Also wie kommst du denn jetzt hier genau zu der Handgelenksverletzung? Ich habe so eine Figur gemacht, das nennt sich der Baum. Und mir wurde dann schwindelig und ich bin gestürzt auf das Handgelenk, ja. Okay, achso, und dann haben Sie als Lehrer, sind Sie gleich mitgekommen. Und Sie sind die Mama? Die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter, achso, okay. Ja. Und der Mann ist nicht dabei? Ja, der hatte leider vor 3 Jahren einen tödlichen Unfall. Oh, tut mir leid, mein Beileid. Hot-Yoga war für mich erstmal ein Fremdbegriff. Das wurde mir aber durch den Herrn Betzner, den Yoga-Lehrer, erklärt, was das genau ist. Dass man dann dort über Schwindel oder über Stresssynkopen bzw. Erschöpfungs- oder Kreislaufzusammenbrüche leiden kann, darunter leiden kann, ist keine Seltenheit bzw. ist nachvollziehen. Denn der Körper reagiert ja zum einen auf die körperliche Anstrengung und zum anderen natürlich auf die Temperatur. Dass im Fall aber von der Frau Stein ein ganz anderer Grund dahinter stecken sollte, sollten wir später herausfinden. Was man da auf jeden Fall sehen kann, ist ein ganz deutliches Hämatom, also so ein Bluterguss. Das muss erstmal nicht so viel heißen. Was mir aber ein bisschen Sorge macht, wenn Sie mal schauen wollen, wir haben ja eine leichte Achsfehlstellung zwischen den beiden Unterarmknochen und den ersten Handwurzelknochen. Und wenn ich das jetzt versuchen werde zu bewegen, dann tut das wahrscheinlich ziemlich weh, ne? Wenn ich jetzt hier. Ja. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Nicole, hier müssen wir auf jeden Fall in der Radiologie anrufen. Einmal bitte ein Röntgen in 2 Ebenen. Ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Nein, das. Ja, aber Schätzchen, dein Handgelenk geht vor. Nachher bleibt das irgendwie steif. Nein, oder lass mich bitte jetzt. Oder so. Nein, das. Genau, das kann echt nicht sein. Also, Frau Stein, passen Sie mal auf. Ein Bruch heißt ja auch nicht gleich, dass dann alles vorbei ist. Entweder es gibt die konservative Methode, das heißt ungefähr so 6 bis 8 Wochen Gips in der Regel. Da können Sie auch teilweise sich auch schon sportlich wieder betätigen. Ich habe Termine, das geht nicht. Das andere ist, wovor ich ein bisschen Angst habe, wenn ich mir den Unterarm bzw. Handgelenk so angucke, sieht man so eine Fehlstellung. Und so eine Fehlstellung spricht eigentlich dafür, dass es hier nicht also zu einem Bruch kam, der nicht mehr in der Achse liegt, sondern der leicht verschoben ist. Und dann müssen wir uns darüber unterhalten, nach dem radiologischen Verfahren, ob nicht hier eventuell sogar eine Operation noch ansteht heute. Heute, das geht auf gar keinen Fall. Ja, aber warum denn nicht? Das ist doch wichtig. Mhm. Nein, das geht nicht. Ich habe Termine, die muss ich wahrnehmen. Ich habe keine Zeit dafür. Es war ja für alle hier offensichtlich, dass das Handgelenk auf jeden Fall einer weiteren unfallchirurgischen Versorgung unterliegen sollte. Jetzt war es aber so, dass die Frau Stein relativ unkooperativ war und eigentlich gar keine richtige Behandlung haben wollte, beziehungsweise als wir die Wörter Operation in den Mund genommen haben, da wurde sie auf einmal sehr schreckhaft. Wenn man solche verschobenen Brüche nicht versorgt, dann können hier Pseudoarthrosen entstehen, das heißt, der Knochen muss danach aber wieder künstlich gespalten werden, also ein Rattenschwanz von weiteren Operationen folgen. Das heißt, hier muss man akut das vernünftig und gut wieder korrigieren. Und deswegen habe ich mit Unverständnis darauf reagiert, dass Frau Stein sich dann nicht kooperativ zeigte. Fasst sich jetzt auch gerade hier am Bauch? Haben Sie da irgendwie Schmerzen? Habe ich gar nicht mitbekommen. Am Bauch gefasst? Ja, ich habe. Sind Sie da auch noch hingefallen oder was? Nee, wahrscheinlich habe ich zu viel gegessen vor dem Yoga. Okay. Okay. Naja, also das hier ist jetzt erstmal nur ein Provisorium, das Kühlpack kommt gleich wieder drauf und nach der radiologischen Untersuchung gucken wir das ganz genau an, dann wird das erstmal befunden. Also machen Sie sich nicht mal zu viele Gedanken, aber die Gesundheit geht vor, alle weiteren Termine lassen sich verschieben. Was haben Sie denn für einen wichtigen Termin? Ich habe beruflich einen ganz wichtigen Termin, ich kann den unmöglich absagen, das geht einfach nicht. Ich denke, du hast Urlaub im Moment, was hast denn du da für einen Termin? Ach, ist doch jetzt auch egal. Patientin Lina würde das Krankenhaus am liebsten so schnell wie möglich wieder verlassen. Warum die erst 32-jährige Witwe offenbar unter enormem Zeitdruck steht, soll jedoch vor allem Schwiegermutter Karin unter keinen Umständen erfahren. Na, jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir das jetzt hier machen, ne? dass sie wieder mit der Hand versorgt wird. Ja, ja, ja. Aber da gucken wir jetzt erst mal. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sie da jetzt die OP so. Alles okay bei Ihnen? Was ist denn mit dir? Wenn Sie mal gerade ausgucken, schauen Sie mal geradeaus. Haben Sie auch jetzt gerade ein bisschen Kreislaufprobleme? Sehr, sehr, sehr schwindelig, ja, ich sehe das gerade.
Mir ist aufgefallen, dass der Yoga-Lehrer auf einmal sehr blass da saß. Und er ist eigentlich ein sportlicher junger Mann. Man meint eigentlich, dass ihm so schnell nichts umhauen könnte. Aber ja, das war ja dann scheinbar doch eine andere Situation. Was ist gerade passiert? Mir wurde urplötzlich schwindelig. Okay. Ich hatte das noch nie. Also ich weiß nicht, was mit mir los ist. Okay. Was haben Sie hier? Entschuldigung, sehe ich gerade auch so. Ja, das ist ein Nikotinpflaster. Ah, okay. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Und haben Sie aufgehört? Gestern. Also erstmal auf jeden Fall ist das ein ganz gutes Vorhaben, was Sie da haben. Natürlich muss man mal aufpassen, wenn man so abrupt aufhört. Haben Sie von heute auf morgen aufgehört? Mhm. Mit dem Rauchen aufhören, das sagt sich immer so einfach, aber das ist es gar nicht. Sonst würde es zum einen nicht so viele verschiedene Methoden geben und zum anderen würden nicht so viele Patienten immer wieder damit scheitern. Das Rauchen kann richtig als Krankheit oder als Sucht eingestuft werden. Und dafür gibt es verschiedene Therapieansätze, denn jeder Patient ist ein eigenes Individuum und braucht vielleicht andere Mittel. Zum Beispiel kann das sein eine Entwöhnungskur, es kann zum anderen zum Beispiel eine Ersatzkur sein, wie eben durch Nikotinpflaster oder Kaugummis oder zum Beispiel mit anderen Methoden, die vielleicht etwas ungewöhnlich klingen, aber zum Beispiel auch Akupunktur kann helfen. Wie viele Kurse haben Sie heute schon unterrichtet? Ich habe jetzt seit 3 Stunden dauerhaft unterrichtet. Oh, okay. Also immer dieses Hot-Yoga, also immer mit den starken Temperaturen. Ja, genau. Naja, es ist jetzt vielleicht nur eine Vermutung, aber es kann gut sein. Sie müssen sich vorstellen, bei diesen Nikotinpflastern arbeitet man ja mit einem Wirkstoff, der normalerweise immer peu à peu transdermal, also durch die Haut, abgegeben wird. Okay. Jetzt haben wir aber ein Problem dabei, dass Sie natürlich durch externe Faktoren die Abnahmemenge etwas gesteigert haben. Also durch diese Wärme und die körperliche Anstrengung verfälscht etwas quasi die Abgabe des Nikotinpflasters verfälscht. Das heißt, Sie nehmen mehr Nikotin eigentlich auf unter einer körperlichen Extremsituation, als der Körper eigentlich in dem Umfeld gerade bereit wäre. Bei Schwächeanfällen oder solchen Stresssynkopen ist es immer so, dass man in der Akutversorgung erstmal externe Faktoren, die dafür verantwortlich sein könnten, entfernt oder behebt. Ein Glas Wasser kann schon helfen oder zum Beispiel etwas Kühlendes an die Schläfenregion oder zum Beispiel an die Handgelenksregion. Jetzt beobachten wir in dem Betzner noch ungefähr eine Stunde, wie sich sein weiterer Zustand entwickeln sollte. Aber ich denke, dass wir dem Betzner eine sehr gute Prognose geben können und er sich relativ schnell wieder erholt. Trinken das Wasser aus, falls irgendwas ist, sagen Sie bitte sofort Bescheid. Aber ich denke mal, das hängt hier in einem ganz engen kausalen Zusammenhang, dass das Nikotinpflaster, die sportliche Aktivität plus die Hitze, das war keine gute Idee, ein bisschen zu viel war. Während es dem Yogalehrer schnell besser gehen wird, stellt Patientin Lina ihren Arzt vor ganz andere Herausforderungen. Die Ergebnisse aus der Radiologie liegen vor und die Röntgenaufnahmen des Handgelenks verheißen nichts Gutes. Das ist der Daumen, das sind die restlichen Finger, die Sie hier haben. Und wenn Sie das hier sehen, sehen Sie ja, das passt ja irgendwie nicht so ganz. Ne? Normalerweise sollte das hier in einer Linie sein und hier sehen wir, das ist ein bisschen eingeknickt. Schöner sieht man das auch noch genau in dieser Ebene. Mhm. Wenn Sie hier sehen, hier ist eine Bruchkante oder genau hier. Das sind so Sachen. Das ist richtig verrutscht. Ne? Genau. Und das ist, nennen wir eine verschobene distale Radiusfraktur. Und die zieht leider eine direkte OP-Indikation nach sich. Das ist das, was ich Ihnen ja schon angedroht hatte. Das geht überhaupt nicht. Mhm. Also, Sie hatten ja schon gesagt. Jetzt aber mach mal einen Nein, Punkt. Wirklich. Es geht nicht. Das geht jetzt einfach nicht. Mhm. Frau Stein, also wir werden für Sie jetzt auf der Unfallchirurgie ein Zimmer organisieren. Sie werden stationär aufgenommen. Und dann ist es so, dass Sie dann natürlich auch im Laufe des Tages, in den nächsten paar Stunden, werden wir eine OP ansetzen, um das Ganze wieder zu korrigieren. Das geht jetzt aber nicht. Oh, schau mal, wo wollen Sie denn hin? Hey, Lina. Das ist aber jetzt nicht ganz so nach Plan. Was habt ihr jetzt gemacht? Ich habe nichts gesagt. Was hat sie denn jetzt? Frau Stein, bleiben Sie Frau mal Stein. Bitte hier. Aua. Frau Stein. Okay. Frau Stein, alles gut. Ist okay? Sind Sie wieder auf den Arm gefallen? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Warten Sie mal. Kommen Sie mal Einmal hoch. Ganz vorsichtig hinsetzen. Dass die Patientin flüchten wollte, weil sie wegen eines Termins keine Zeit für eine Operation hat, ist für das Klinikteam nicht nachvollziehbar. Zumal das gebrochene Handgelenk der Witwe längst nicht ihr einziges schmerzhaftes Problem ist. Es kann jetzt ja nicht so wichtig sein. Doch, es ist wichtig. Tut Ihnen der Bauch ein bisschen weh? Sie ich habe doch nur noch 24 Stunden. Frau Stein, 24 Stunden, in der Zeit haben wir Sie schon lange operiert. Machen Sie sich da mal keine Gedanken. Rutschen Sie mal ein bisschen hier hoch, bitte. Ja. Und einmal nochmal die Beine. Was ist denn mit dem Bauch die ganze Zeit? Oh, sind Sie jetzt hingefallen wegen den Schmerzen im Arm? Haben Sie Kreislaufprobleme oder waren das jetzt die Bauchschmerzen? Ja, ich habe Bauchschmerzen. Aber Frau Stein, jetzt legen Sie sich mal hin. Die Anamnese mit Frau Stein war relativ schwierig. Sie sagte immer nur, dass sie nur 24 Stunden hat und keine OP vollziehen könnte. Das warf noch mehr Rätsel auf,
denn wir konnten uns nicht erklären, was hat es mit diesen 24 Stunden auf sich, beziehungsweise in diesem Zeitfenster hätten wir schon längst natürlich das Handgelenk versorgt. Trotzdem muss sie natürlich hier stationär bei uns bleiben und Termine, die sie für die nächsten 24 Stunden hätte, würden somit entfallen. Mhm. Ich will einmal mit dem Ultraschall gucken. Ja. Wenn ich so drücke, das, kann das sein, dass es hier im unteren Bereich mehr wehtut, weil sie hier so immer so zucken, wenn ich da drauf drücke? Ja. Okay. Da die 32-Jährige keinen Blinddarm mehr hat, kann dies als Schmerzursache ausgeschlossen werden. Während der Ultraschalluntersuchung entdeckt Mediziner Frederik Seehauser jedoch etwas anderes Besorgniserregendes. Ich kann jetzt nicht sagen, warum das so ist, aber es sieht für mich so aus, als ob wir hier leicht freie Flüssigkeit im Unterbauchbereich haben. Das lässt sich jetzt nur erstmal interpretieren. Das ist eine ganz schnelle Diagnostik wie Ultraschall. Das Problem ist, das kann viele Gründe haben. Wir haben zwar akut eigentlich eine Handgelenksproblematik, aber das macht mir ein bisschen mehr Sorgen, weil ich nicht einschätzen kann, was das ist. Eventuell, also wir werden jetzt zwei Sachen machen, da es sich hierbei um den Unterbauch handelt und im Kleinbeckenbereich und ich gesehen habe, dass die Eierstöcke stark geschwollen sind, glaube ich, dass wir hier ein gynäkologisches Problem vorliegen haben. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt noch zwei Kollegen befragen, zwei Konsile. Einmal zum einen ein gynäkologisches Konsil und zum anderen geht es darum, einen Kollegen der Chirurgie, aber der sich mit dem Bauchraum beschäftigt. Alarmiert wurde ich dadurch, dass hier freie Flüssigkeit im Bauchraum war. Und das ist immer schon ein ziemlich bedrohliches Zeichen. Denn die gehört da so in dieser Menge nicht hin und ist meistens ein Indikator dafür, dass hier Perforationen vorliegen, Verletzungen vorliegen oder Entzündungen vorliegen, die unbehandelt im schlimmsten Fall am Ende zu einer Bauchfellentzündung führen können, welche dann sogar lebensbedrohliche Folgen hätte. Und jetzt bitte nicht mehr abhauen. Nicht mehr weglaufen, weil Sie sehen ja, Ihr Körper hat ja anscheinend eine Problematik, die es zu ergründen gibt. Und machen Sie sich keine Sorgen, das Handgelenk, das kriegen wir jederzeit operiert. Da müssen wir gucken, dass wir nur in einem gewissen Zeitfenster bleiben. Wichtig ist erstmal das zu klären, weil so eine freie Flüssigkeit, mit der ist wirklich nicht zu spaßen. Inzwischen hat auch die Patientin den Ernst der Lage begriffen. Um abzuklären, was hinter der freien Flüssigkeit steckt, soll zunächst der Bauchraum durchleuchtet werden, bevor anschließend gynäkologische Untersuchungen anstehen. Wissen Sie denn da irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade was in Ihrer Tasche gefunden. Ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Jetzt habe ich das Foto bei ihr in der Tasche gefunden. Okay. Vielleicht hat sie ja morgen eine Verabredung oder ein Date oder so mit ihr. Aber Sie kennen ihn jetzt auch überhaupt nicht? Ich kenne ihn überhaupt nicht und sie hat mir überhaupt mal nichts erzählt. Das ist total untypisch, weil eigentlich reden wir über alles. Ne? Ja. Und das ist jetzt das Erste, was mir einfällt, dass sie morgen irgendwie eine Verabredung hat, ein Date und deswegen auf keinen Fall mit der Sprache nicht rausrücken möchte. Ne? Vielleicht, weil sie das Gefühl hat, dass mich das kränken würde wegen... Ja gut, ne, man weiß es nicht. Ne? Ja, aber mein Gott, sie hat jetzt wirklich lang, wir haben alle lang genug gelitten und... Die muss doch auch irgendwie wieder ins Leben kommen. Ich würde mich total freuen, wenn sie wieder jemanden finden würde. Die Schwiegermutter von Frau Stein hat sich natürlich Gedanken dazu gemacht, zu diesem Foto bei Frau Stein in der Tasche. Und ja, natürlich kann das jetzt ein neuer Partner sein und dass sie das noch nicht ihrer Schwiegermutter erzählen wollte. Gerade weil ja auch der Sohn noch nicht so lange verstorben ist. Aber ja gut, das kann man zu diesem Zeitpunkt halt einfach nicht sagen und hat jetzt auch gerade keine Priorität. Also, nee. Beruhigen wir uns alle ein bisschen und schauen wir, warten wir die ersten Ergebnisse wieder ab. Genau. Dann können Sie sich ja gerade noch mal hinsetzen. Sie warten noch ein bisschen. Eigentlich sind die 53-jährige Karin und Schwiegertochter Lina immer ehrlich zueinander. Doch es gibt etwas, das die junge Witwe ganz bewusst verschweigt. Auf der gynäkologischen Station übernimmt Dr. Johanna Krämer. Und auch die Wahrheit kommt ans Licht. Ich habe da eben was gefunden, als deine Tasche hingefallen war. Tut mir leid, wenn ich jetzt hier so einfach dran gehe, aber... Hängt das vielleicht irgendwie hiermit zusammen? Das ist nicht so, wie du denkst. Hast du jemanden kennengelernt? Nein. Aber Schatz, ich würde mich freuen, wenn du jemanden kennengelernt hast. Nein, das ist es nicht. Ja, was ist es denn bitte dann? Ich wollte unbedingt ein Kind haben und nachdem Heiko gestorben ist, konnte ich mir das mit keinem Mann mehr vorstellen. Ja, und wer ist das jetzt hier? Das ist jemand von der Samenspende. Den habe ich in einem Forum kennengelernt. Und morgen wäre die künstliche Befruchtung gewesen. Ach, deswegen diese 24 Stunden. Warum, Mensch, das hättest du mir doch sagen können. Ach, Lina. Mama, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Ich freue mich doch, wenn du wenigstens jetzt irgendwie eine Zukunftsperspektive hast und so. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Das hättest du mir ruhig vorher sagen können. Ja, ich wusste nicht, wie du drauf reagierst. Mama, wir haben lang genug gelitten, ne?
muss jetzt wieder nach vorne gucken, okay? Aufgrund der von uns durchgeführten Untersuchungen konnte man gynäkologisch schon auf eine ganz bestimmte Situation schließen, insbesondere der Ultraschallbefund, aber auch das Labor gaben einen Hinweis auf eine Kinderwunschbehandlung, wo es sich dann mit der Hormontherapie über ein Überstimulationssyndrom handeln konnte. Ich kläre das ein bisschen auf. Also es ist ein Überstimulationssyndrom, was man sehr oft bei dieser Behandlung mit den Hormonen, die für die Behandlung erforderlich sind. Man will ja einen Eisprung erzeugen. Dazu sind bestimmte Hormone erforderlich. Nun gibt es aber auch Überreaktionen, was bei Ihnen offensichtlich jetzt der Fall ist, dadurch, dass Flüssigkeit in die Körperhöhle geströmt ist und die Eierstöcke sich doch etwas stärker vergrößert haben. Um kein Risiko einzugehen, soll Patientin Lina noch zur Beobachtung in der Klinik bleiben und die geplante künstliche Befruchtung um einen Zyklus verschieben. Bereits 4 Wochen nach ihrer Entlassung wurde die 32-Jährige schwanger.